Grüß euch, ich bin der Paul Daniel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Geschichtenwerkelradio. Weil Ostern ist, erzähle ich dir mal eine besondere Geschichte, und zwar eine Liebesgeschichte. Was die mit Ostern zu tun hat, das werdet ihr dann gleich hören. Und nach der Geschichte gibt's wie immer ein bisschen was zu den Hintergründen. Die Nachrichten rund ums Märchen und Geschichten erzählen, die entfallen dir mal. Also, macht's es euch gemütlich, lehnt euch zurück und hört euch meine heurige Ostergeschichte an. Vor langer Zeit, da haben einmal in einem Bergdorf in die Alpen zwei junge Leute gelebt. Die haben sich innigst lieb gehabt. Er war ein Bergmann, sie eine Kleinhäuslerin mit einer winzigen Wirtschaft. Kennt haben sie sich schon von klar auf. Und in dem Jahr, in dem sie unsere Geschichte zutragt, da möchten die zwei gleich am Sonntag nach Ostern heiraten. Die junge Frau naht schon seit langem für Hochzeit und Ehestand. Allerhand Sachen fertigt's da, zum Beispiel ihr Hochzeitskleidl oder auch ein besticktes Halstuch für den Verlobten. Stundenlang huckt's da, stickt ein Blärmerl nach dem anderen, druckt die Nadel durchs dichte Leinen, freut's über das frische Blau von die Blärmerl, über die Sonne, die warm durchs Fenster scheint, über die Schneegipfel rundum und über die Vogel, die so lustig in den Frühling zwitschern. Am Karfreitag ist, da macht sich der junge Bergmann zeitig in der Früh wieder auf in die Arbeit. Und er klopft ihr jeden Tag beim Vorbeigehen an ihr Fenster. Sie macht auf und gibt ihm ein Busserl. Dei Halstüchel für die Hochzeit, sagt's, ist gestern fertig worden. Dann schaut sie ihm lang ins Gesicht und streicht ihm ganz sanft über die Wangen. Und der junge Mann geht wie immer beschwingt davon. Am Abend dann, da versammeln sie auf einmal die Leute aus dem Dorf vor der Tür von der jungen Kleinhäuslerin. Sie geht ausse und braucht nur in die Gesichter schauen und weiß, was los ist. Dann druckt ihr einer nach dem anderen stumm die Hand und geht davon. Gibt's gar keine Hoffnung, fragt's, wie der Pfarrer vor ihr steht. Der schüttelt nur den Kopf und geht auch. Wie der letzte Weg ist, nimmt's das frisch bestickte Halstüchel und legt's ganz vorsichtig in ihr Truchen, als wär's ein Kind, das was schlafen legt. An dem Abend macht die junge Frau kein Licht. Und auch in die folgenden Jahre huckt's an viele Abende im Finstern. Die Zeit vergeht. Die Bauern sahen aus und ernten. Die Müller mähen, die Schmied, die hämmern, die Schiffsleut fahren übers Meer und die Bergleut, die holen das Salz aus dem Berg, der den jungen Burschen vor langer Zeit behalten hat. Von dem aber redet schon lang niemand mehr. Auch nicht die damals junge Kleinhäuslerin. Die geht jetzt als alte Frau mit schlohweißen Haar am Stock durchs Dorf. Wieder einmal kommt ein Ostersonntag.
Und wie immer ist die Alte schon auf die Viers, noch bevor der Tag aufkommt. Da gibt's auf einmal draußen vor ihrem Fenster ein Hin und ein Her, die Leute rennen zusammen und sie hört, wie's aufgeregt durcheinander reden. Sie macht das Fenster auf und fragt der Frau, die gerade vorbeirennt, was denn los ist. Am kein Samstag, sagt die Frau und bleibt stehen, da hat die letzte Schicht im Berg wen gefunden. Einen jungen Burschen heißt's, den keiner kennt im Dorf. Der muss seit ewigen Zeiten da drin im Salz gelegen sein. Dann rennt's weiter, umme, Richtung Bergwerk. Da wirft sie die Alte ein Tuch über und wogelt, so schnell sie kann, zum Stollen. Schon von der Weide sieht's, dass man da wem aufgebohrt hat am Fuhrplatz. Und wie es endlich ankommt und dem jungen Burschen, der da liegt, ins Gesicht schaut, da wird er fast schwarz vor die Augen. Es ist ihr Verlobter, der all die Jahre da geschlafen hat drin im Berg und der so frisch und jung ausschaut wie an dem Karfreitag, an dem er damals in der Früh an ihr Fenster geklopft hat. Der, sagt's, der kehrt zu mir. Dann dreht er sie um und geht heim. Gleich nach der Ostermess fangen die Männer an und heben ein Grab aus. Und den jungen Bergmann, den schafft man in die Stumm von der Alten. Da kommen dann die Leute aus dem Dorf, einer nach dem anderen. Und sie setzen sie zu der alten Frau, damit's nicht so allein ist bei der Totenwoch. Am Ostermontag dann trank's den jungen Bergmann auf dem Friedhof aus. Um den Hals hat er das Dirchel, das ihm seine Verlobte gestickt hat. Und sie selber, sie geht nehmen Sorg und tragt ihr Hochzeitskleidl. Wie der Pfarrer dann redt, da hört die Alte gar nicht zu. Sie schaut auf zum wolkenlosen Himmel, schaut auf die Schneegipfel rund um und um, auf die Felswände, die die Frühlingssonne aufsaugen. Und da fällt ihr auch der Kalenderspruch ein, der ihr einmal so gut gefallen hat, dass sie ihn auswendig kann. Drum auf die Berg, da ist Staat. Und durch die Bahn da weht kein Wind. Du hörst kein Gra, weil die Vogel schlafen im Wald. Und wart nur bald. Bald schlafst du auch. Dann nimmt's den Buschen von die Feigerl, die sie in der Früh noch aus ihrem kleinen Garten geholt hat, und wirft's oben ins Grab. Und wie's die Blärmerl am Sorgdeckel hinsieht, da denkt sie sich, was die Erd einmal hergeben hat, das wird's vielleicht ein zweites Mal auch noch hergeben. Thank you.
Die eine oder der andere von euch wird die Geschichte wohl erkannt haben. Sie fußt auf einer kleinen Erzählung vom Johann Peter Hebel, die heißt Unverhofftes Wiedersehen. Der Hebel hat die Geschichte 1811 veröffentlicht in seiner Sammlung Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds. Ich hab die Geschichte ein bisserl zum Erzählen hergericht, hab's ins Alpenländische und auf Ostern verlegt, vor allem auch wegen der Idee von der Auferstehung, die in der Geschichte vorkommt. Dem Hebel seine kleine Erzählung gilt allgemein als Meisterwerk. Ja, der deutsche Philosoph Ernst Bloch hat sogar einmal gemeint, sie ist die schönste Geschichte von der Welt. Hintergrund für die Erzählung ist eine wahre Begebenheit. Die hat sie in dem Bergwerksdorf Falun in Schweden zugetragen. Dort ist nämlich im Jahr 1677 der Bergmann Israelsson kurz vor seiner Hochzeit verschwunden. Ja, erst über 40 Jahre später haben sie ihn dann gefunden. Und durch das Kupfervitriol in der Kupfermine ist seine Leiche fast vollständig konserviert worden. Drum hat ihm dann auch seine Verlobte erkannt. In unsere Breiten hat man auch öfters Leute gefunden, die das Salz konserviert hat. Ein Motiv, aus dem der bayerische Heimatdichter Ludwig Ganghofer irgendwann einmal dann auch den Roman Der Mann im Salz gemacht hat. Zuletzt hat die Zeitung Der Standard im Jahr 2000 über so einen konservierten Bergmann geschrieben. Am Dürrenberg bei Hallein wurden nicht nur die Überreste eines eingestürzten mittelalterlichen Salzbergwerksstollen gefunden, sondern auch der darin zu Tode gekommene Bergknappe. Wenn Sie so wollen, haben wir den Mann im Salz gefunden, kommentierte der Archäologe und Leiter des Forschungszentrums Dürrenberg Kurt Zeiler den Sensationsfund. Gräber findet man immer wieder, aber gestern ist die Sensation schlechthin passiert. Es ist fast so wie der inländische Ötzi. Ja, das war's für heute wieder mal. Bleibt mir nur, dass ich euch frohe Ostern und viel Gesundheit wünsche. Ja, und wie immer freue ich mich, wenn's das nächste Mal wieder dabei seid, wenn's heißt, grüß euch beim Geschichtenwerkelradio. Musik